Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video möchte ich euch einmal diese zwei Schätze vorstellen. Den einen kennt ihr ja schon aus einem anderen Video, das ich hier oben in dem kleinen i auch einmal für euch verlinken werde. Und zwar kennt ihr schon den Traumliner. Das ist der Traumliner. Wie gesagt, schaut oben in dem Video einfach mal vorbei. Da gibt es alle Informationen zu diesem Pinsel, den ich über Monate getestet habe und produzieren lassen habe mit Color Your Nails in Kooperation. Und jetzt gibt es noch eine Neuheit. Und zwar ist das der Traum Fineliner bei Nagetraum LE. Und der sieht einmal so aus. Ich versuche jetzt hier einmal die Kappe abzunehmen und euch das Ganze zu zeigen. Natürlich bin ich jetzt hier einmal an die Spitze gekommen. So rum. Und zwar oben ist der Traumfineliner und ihr könnt sehen, der ist kürzer und genauso dünn. Der ist ca. 5 mm und der Traumliner ist 7 und mit denen könnt ihr wunderbare Schnörkel zeichnen. Im Shop von Color Your Nails gibt es die beide einzeln zu kaufen oder auch in einem Set. Und wenn ihr das Ganze im Set kauft, spart ihr natürlich ein wenig. Und das ganz Tolle ist bei Color Your Nails natürlich auch, dass ihr ab 10 Euro Warenwert einen gratis Versand habt. Also schaut unbedingt mal im Shop von Color Your Nails rein. Wenn ihr noch weitere Infos über den Pinsel haben möchtet, dann schaut wie gesagt in das andere Video. Dort kommen alle Informationen zusammen, die es über die Pinsel gibt. Und ich dachte mir jetzt einfach, ich mache mit euch noch ein, zwei kleine Schnörkeldesigns und würde sagen, wir starten jetzt und testen heute einmal den Traumfineliner. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. So, ich habe mir jetzt einen Tipp vorbereitet und zwar habe ich das Farbgel Nude Blush aufgetragen, habe das Ganze jetzt einmal aushärten lassen und werde das Ganze jetzt einmal matt versiegeln. Dazu nehme ich einmal den Never Ending Matt Versiegler. Seid bei diesem Versiegler natürlich nie zu sparsam, denn Matt Versiegler, die brauchen immer eine gesättigtere Schicht, um auch wirklich richtig schön matt auszuhärten. Und dann geht das Ganze einmal in die Lampe zum Aushärten. So, der Tipp ist nun einmal ausgehärtet und nun nehme ich mir einmal den Traumfineliner zur Hand und nehme mir ein weißes Painting Gel. In diesem Fall ist das jetzt das Achromatic White mit der Nummer 967 von Color Your Nails. Und ich werde euch jetzt ein einfaches Anfängerdesign zeigen. Und zwar kann am Anfang nicht jeder diese kreisförmige Bewegung machen, um Schnörkel zu machen. Deswegen sollte man das Ganze ein bisschen üben und zwar den Druck des Pinsels. Ich nehme mir jetzt auf die Spitze des Pinsels, nachdem ich den wirklich so ganz wenig benetzt habe mit Gel, nehme ich mir auf die Spitze vorne eine kleine Gelperle. Und zwar sieht das dann so aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Und wir machen jetzt einfach nur gerade Striche als Design. Ich möchte das Ganze jetzt hier unten einmal machen. Und wichtig ist jetzt, dass man den Pinsel versucht relativ flach, also ich male das so, nicht so und nicht so flach, sondern wirklich so leicht schräg, den Pinsel mit Druck absetzt und dann langsam zieht und ohne Druck endet. Das ist wirklich ganz wichtig, gibt dem Produkt ein bisschen Zeit, um sich zu setzen. Und zwar Pinsel absetzen mit Druck. Und ohne Druck enden. So sieht das Ganze dann einmal aus. Wieder eine kleine Gelperle. Wieder Druck. Und ohne Druck enden. So sieht das Ganze dann einmal aus. Natürlich sieht das Ganze jetzt noch nicht so schön aus. Dann könnt ihr versuchen, minimal das Ganze abzurunden, also in die Rundung zu gehen. Nehme wieder eine kleine Gelperle oder setze weiter unten an. Versuche wieder abzusetzen und langsam nach unten ziehen.
sie das wieder einmal aus. Und mach weiter unten. Und das könnt ihr natürlich immer weiter ausarbeiten. Jetzt könnt ihr zum Beispiel auch die Spitzen ausarbeiten. Ihr nehmt einfach den Pinsel ohne Produkt in die Hand und zieht von hier Gel nach außen. Versucht das Ganze einfach mal, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, euer Produkt, was ihr habt, das verläuft zu schnell, also wie jetzt hier in dem Fall, zu nah aneinander. Dann härtet das Ganze natürlich einmal kurz zwischen und somit seid ihr auf der sicheren Seite, dass euch das Ganze nicht so verläuft. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze immer noch weiter ausarbeiten. Und ich würde sagen, das kann sich schon sehen lassen. Gerade so für den Anfang. So, und dann könnt ihr, wie gesagt, das Ganze einmal zwischenhärten. Oder wie in meinem Fall, ich werde euch jetzt noch eine weitere Übung zeigen und werde das Ganze jetzt einmal entfernen. So, ich habe jetzt meinen Tipp einmal sauber gemacht und jetzt möchte ich euch noch eine zweite Übung zeigen. Und zwar nehmt ihr auch wieder ein kleines Bällchen auf dem Pinsel auf, setzt das Ganze mit Druck einmal wieder ab und geht aber gleichzeitig nach rechts oder nach links, um so eine leichte Rundung zu bekommen und natürlich ohne Druck zu enden. Und das sieht dann einmal so aus. Das sieht jetzt natürlich nicht sehr putzig aus. Ihr könnt aber das wie bei dem anderen auch wieder einmal ausarbeiten, ohne Produkt jetzt weiterarbeiten und das Ganze in die andere Richtung einziehen. Das sieht dann einmal so aus. Natürlich sieht ein Strich jetzt noch nicht so schön aus. Deswegen setzen wir jetzt noch ein paar weitere Halbrundungen, würde ich jetzt sagen. Ein bisschen Abstand haben, ein bisschen weiter unten. Ein Bällchen absetzen mit Druck und vorsichtig nach rechts und nach unten ziehen. Das sieht dann einmal so aus. Natürlich ganz, ganz viel Übungssache, also gebt nicht gleich auf, versucht ein Händchen dafür zu bekommen. Und wenn ihr jetzt, wie ich jetzt, das Ganze einmal anhärten möchtet, dann ist das natürlich auch kein Problem. Da reichen auch meistens so 10 Sekunden und dann könnt ihr natürlich weiter zeichnen. So wie bei mir jetzt in dem Fall. So, und jetzt mache ich weiter und weiter und schaltet dabei natürlich auch ein bisschen den Kopf aus. Wichtig ist natürlich, dass ihr jetzt erstmal zu einem Punkt hinarbeitet. Also angenommen, hier wäre er jetzt, also den Dachterpunkt. Und zeichnet immer erstmal zu diesem Punkt hin. Ihr könnt das natürlich mit kleineren Schnörkeln machen. Einfach noch weniger Produkt auf den Pinsel nehmen, mit Druck absetzen und ohne Druck enden. Und dann sieht das Ganze schön wieder richtig toll aus. Natürlich wieder einmal kurz anhärten, um einfach sicher zu gehen. Gerade als Anfänger ist das natürlich ideal, um dass ihr dann nicht auf den Tipp kommt und euch das ganze Bild natürlich wieder ruiniert. Aber am besten ist natürlich dann noch ein bisschen länger anzuhärten, als ich das jetzt mache. Und schaut auch unbedingt in dem anderen Video einmal rein, denn ich habe da auch ganz viele Informationen, wie ihr solch einen Pinsel reinigt und wie ihr ihn natürlich am besten pflegt, um dass er wirklich so lange spitz bleibt und ihr viel Freude dran habt. So, und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt noch in die andere Richtung oder ihr dreht einfach euren
Tipp, beispielsweise die Kundenmodellhand, indem ihr dann von dieser Position einfach auf diese macht. Wenn ihr hier sitzt, dann könnt ihr so rum auch auf die Nägel zeichnen. Probiert das mal aus, ist wirklich nicht so schwer, ist einfach nur ein bisschen Übung. So, und ich mache das jetzt entgegengesetzt einmal von unten, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich auch, bevor ihr das Ganze aushärtet, jetzt noch ein loses Glitzer einstreuen. Zum Beispiel dieses hier. Das sieht auch richtig toll aus. Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Das gibt es auch im Shop von Color Nails. Ich werde euch unten einfach alles verlinken, was ich heute hier in diesem Video verwende. Wir haben hier oben halt das Ganze ausgearbeitet, hier unten halt nicht, ist aber nicht das Problem. Ihr könnt dann auch am Ende einfach hier ein kleines Steinchen setzen oder ein paar Perlen und schon habt ihr eine richtig schnelle und einfache Studio-Nähart. Ich werde jetzt noch das lose Glitzer verwenden. Dazu nehme ich mir meistens so eine Serviette von i... und lege das immer drunter und dann nehme ich mir einmal diese feinen Glitzer und sprühe jetzt einfach das Ganze in das feuchte Gel. Anschließend geht das Ganze natürlich einmal zum Aushärten in die Lampe. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich den Platz einmal aufräumen, Gel zumachen, Pinsel säubern. Wie gesagt, erfahrt ihr in dem anderen Video, also schaut unbedingt vorbei. Und wir schauen uns jetzt gleich noch das Ergebnis an. So, ihr Süßen, so sieht das Ganze nun einmal aus. Natürlich kann man den Effekt nicht perfekt einfangen, aber ich kann euch sagen, das funkelt wirklich richtig, richtig toll. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Üben. Ihr könnt mir natürlich auch gern einfach schreiben auf Instagram oder natürlich mich auch verlinken. Ich gebe euch auch gerne noch weitere Tipps, wenn ihr mich kontaktiert. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Arbeiten und lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!